How come you have a disco ball? Are you, like, throwing parties and stuff? No, this is a souvenir, you know? I actually met your grandma during a disco night. Believe it or not. Claire told me you guys have been married for, like, 40 years, so it kind of makes sense. That sure was a long time ago, but we stuck together, you know, through thick and thin. That's cool. Well, call me old-fashioned, but I think that's how marriage should be. Das ist vollkommen in Ordnung. Allerdings muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich vergesse, was ich sagen wollte. Und zwar, doch, ich habe das ja schon letzten Ding angesprochen. Und zwar diese Gespräche, die sich überlappen. Weil man hört zum Beispiel, wie er tüftelt und so und trotzdem redet. Normalerweise kenne ich das von Spielen, V-Sync aus hat. Allerdings habe ich es an. Und alles auf, sehr hoch. Damit das beste Spielerlebnis, obwohl YouTube komprimiert es eh runter. Also ist es ja eigentlich egal, wie ich es aufnehme. Besprechen. Wow. Is that you? Oh, yeah, that was taken when I retired. The mayor came to congratulate me himself. That's awesome. Yeah, really great day. Ah, I wish you'd been here. Zeichnung. Man, who did this? Oh, it was our neighbor's son, Chris. Yeah, I helped him and his dad build that treehouse. Why are you holding a fire sword? I'm not sure. You know, that kid sure has an imagination. Ach, der Chris. Zugkatalogbild. Das haben wir schon gesehen. Oh, you found this. I just forgot to. It's okay. It's been a while since I've seen her face. Yeah. I like taking a look at it from time to time. Doesn't it hurt? Yeah, it does, but she's still my daughter, you know. I can't approve what she's done, but I think I understand. Good. I don't. Yeah, I'm sorry, Jean. Please don't. Please don't say anything to Claire about this, okay? Don't worry. I won't. Ich würde echt gern wissen, also. Warte mal. Muss mich mal wieder. So, ich habe davor über das Mikrofon ein bisschen gestreichelt. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm. So, ich muss dazu sagen, ich möchte jetzt echt gerne wissen, was die eigentlich. Was hat die gemacht? Weil. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass es nur darum geht, dass sie abgehauen ist. Da muss noch mehr sein. Zugkatalog, Laptop. I'm sorry, Sean. I know you guys miss your games and your websites. But trust me, a break from all this can only do you good. You know, and it's safer that way. Yeah, yeah. I know. Yeah. So, dann wird's aber jetzt Zeit, oh, mal. There you are, Sean. Got the key? Hey, I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about 8. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? They're in the bathroom basket. Totally, yeah. No problem. Thanks so much. Feel free to keep on tidying your stuff, too. It's good for the health to keep the house clean. Definitely. Daniel can help. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel! Und wir wissen jetzt. There's work for you! No! I'm busy!
Wir wissen jetzt. See my ass. Come over here. Was passieren wird. Jeez. I know you're in there. Gotcha. What the? Behind you. Yeah. Very funny. No more hiding. Seriously. Okay, okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Yeah, sure. It's hot. I know. Thanks. Wenn ich jetzt hier rausgucke, sieht man Clara vielleicht? Nee, sieht man leider gar nichts. Okay. In die Waschmaschine, ne? Wo ist die? Ich hab nicht aufgepasst. Tut mir leid. Nein, wo ist die Waschmaschine? Verdammt. Wahrscheinlich unten. Yeah. Let me just throw our clothes in the machine and we're good. Wo ist denn die? Toiletten? Hier wahrscheinlich, ne? Ah ja. Hier noch gar nicht geguckt. Oder gibt's auch. Alright. Time to take care of that laundry. Also Notiz. Thanks, as always with Claire, I can't really tell if this is cute or bossy. Liebster Ehemann, falls du die Wäsche wäschst, folge bitte diesen einfachen Regeln. Mische nicht Weiß- und Buntwäsche, niemals. Benutze einen Becher, Waschmittel, rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäschst, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sachen ruinierst. In Liebe, deine Frau. Ach ja. Finde ich irgendwie süß. How many programs does this thing have? Okay. It will do. Ja, hier gibt es halt nichts Wahnsinniges auszuschalten wieder. Zack. So, und dann gehen wir jetzt raus, ne? So. Daniel, you ready? We can go out now. Yes, wait for me. So good to be outside. Ich will jetzt. The cabin. Right? Ow. 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 Ow, ow, ow. Wo ist denn Clara? Watch out for the pack. Die müsste doch eigentlich hier sein. Ach, ich. Schade, ich denke da ein bisschen zu viel. Ich dachte jetzt, auf so ein Detail wird da ein bisschen. Ach, schade. I don't remember much from the last time I came here. Gut, man. Hört man das? Nee, okay, mein Mikrofon ist gut genug, dass es die Sirene im Hintergrund ausschaltet. Es ist genau Mittag. Ach so. Kennt das jemand bei euch? Wo ihr wohnt, dass man da noch die Sirene hört? So, ich kannte sie jetzt auch lange Zeit nicht mehr, aber jetzt, seit ich umgezogen bin, gibt es das tatsächlich wieder. Nur, dass ich eigentlich unter der Woche um 12 nicht zu Hause bin und am Wochenende, muss ich zugeben, bin ich heute echt mal früh wach. Also ich bin heute um 9 Uhr aufgestanden und normalerweise gebe ich es zu, ich stehe erst so meistens um 1 Uhr oder so auf. Tja, so. Also wir kommen, glaube ich, in Chris Garden, ne, weil nochmal hier zum hier, genau, Schneemann, und der ist ja nicht bei uns. Also wir können uns hier eigentlich nichts angucken, außer die Hütte. Dann machen wir das jetzt. Ich würde den Garten auch gerne im Sommer sehen, aber naja. Zack. Get ready for storage wars. What's wrong? Frozen shut. Of course. Sean, look! Ah!
Did you see that? Ja, jetzt ist es eigentlich zu spät, das zu verstecken. Yeah. We did. It looks like you're okay, though. You were almost floating. I was. I could feel myself in the air. It was awesome. That's an awesome costume. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh, man. I have the Mega Power Bear. You should check it out. Dude, that's so cool. Chris, oh God. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes, even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Yeah. They're our grandparents. I see. Oh, geez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, if Claire asks, tell her everything is fine. Das Ding ist, wir wissen natürlich, was passiert ist. Aber das wissen die ja nicht. Obwohl halt der Vater schon so verdächtig rauskommt. Aber das Ding ist halt, ist das Fragezeichen... Ich frage mich halt, ob er dann halt einfach fragt, ja, ist halt wirklich... Mach, guck. Is it... really? Never mind. See you around. Sure. Thanks, guys. See you later. Yes, we will. Daniel, did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Really? Nein. Nein. No, you did the right thing. But listen, we can't let anybody know. We have to keep a low profile out here. He's like my age. I bet you would have done the same exact thing. Don't be mad. I'm not mad, dude. It's over. Daniel, remember that we're hiding out. So no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time, okay? Fuck. That kitten never listens. Okay. Time to get Daniel at the Ericsons. Okay, woher wissen wir dann, wie sie heißen? Notiz, ja, gut. Hose. Ich muss halt sagen, ich finde das so geil gemacht einfach, dass man das alles jetzt von der anderen Perspektive aussieht. Da haben sie sich wirklich was einfallen lassen mit Captain Spirit und... Ach. Claire? Steven? Anybody home?
Well, I guess they won't be back for at least 2 hours. Morgen, ihr Schlafmütze. Wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in der Küche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald. In Liebe, Oma und Opa. PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs. PPS, danke fürs Aufräumen. Das ist sehr lieb. Maybe I could use Steven's laptop. It's been ages since I've had news from the real world. Oh, ups. Hat das gehört? Nee, ich werde ihn nicht benutzen. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das auffallen wird. Dude, move your ass. Und ich will das nicht. Who knows what Daniel's doing over there? Vielleicht wird es das auch nicht. Vielleicht ist es einfach wirklich nur so eine Sache. Aber ich habe da zu große Angst davor. Ich will nicht irgendwie das Vertrauen verletzen. Und deswegen werden wir es nicht machen. Und wenn es halt wirklich nur ein Detail ist, dann tja. We had a good time decorating the tree together last night. Daniel loved it. Dann werden wir es halt leider nicht sehen. Tut mir leid, aber ich werde es nicht machen. Ich werde es nicht machen. Kieren. Okay. Let's get this Brack back home now. Jetzt hier auch was zum Ansehen, so. Eigentlich nicht. Why does Daniel never listen? Maybe I'm too soft with him. Können wir, das ist jetzt die Frage, können wir jetzt in diesem Haus hier komplett rum? Sieht so aus. Ach man. Ach schön. Schrotthaufen. And I thought Daniel was the crafty one. Jetzt können wir uns hier nochmal alles angucken, oder wie? Ach cool, ach schön. Psst. Steven and Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericksons. Mit der Musik? Nein! Den Teich kennen wir. Aber jetzt der Schneemann. Ah ja, und da wissen wir ja schon, was passiert ist. Wow. Looks like someone paid the high price here. At this point, you probably won't miss one eye. Perfekt, so, dann haben wir die zweite auch. Fühle ich mich schon besser. Baumhaus, und hier ist jetzt eben abgebrochen, ne? Ich wundere, was mit diesem Kind und seinem Vater gestern ging. Es war ziemlich weird. Spirit of my silence, I can't hear you. Ihr kennt's doch. Kann man da durchgucken? Ja. What the fuck? I'm gonna kill him. Und Chris denkt halt, er hätte die Superkräfte. Gut, die Theorie stand aber wirklich schon von Anfang an im Raum. Dass es nicht Chris ist, der die Superkräfte hat. Recyclingtonne. Wow. That's a lot of beer. Und gut, ich muss jetzt dazu sagen, ist es vielleicht ein bisschen spät, wenn ich sage, wer aber jetzt sich hier nicht auskennt und sich denkt, hä? Was, Chris, Ding hier, was? Warum kennst du das alles? Das ist doch eine neue Episode. Das Ganze spielt, also das Ganze ist mit einem anderen Spiel quasi verbunden. Und dieses Spiel heißt Captain Spirit und das gibt es tatsächlich auch auf meinem Kanal, wo man die ganzen Geschehnisse hier davor, vor dem hier spielt und da spielt man als Chris. Tja, Tatsache, ne? Daniel, what's going on here? Sean, wait, don't freak out. I can't explain. Let me tell him. Sean,
I know it sounds crazy, but I have a superpower. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things. Objects. With my mind. Oh. A superpower. Really? Yes. Well, that's pretty cool, Chris. So, you're like a superhero? I'm Captain Spirit. I can bend any matter to my will. But that's my secret identity, so you can't tell anybody. Oh, I can keep a secret, Captain Spirit. Now you're an official member of the Spirit Squad. If you betray us, I'll disintegrate you. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a... team signal. Totally. I'm gonna be Super Wolf. What's your super name, Sean? How about if I'm like the mentor? Like Professor D or something? Yeah. We'll figure out another cool name for you. Okay, guys, I think we're ready to roll. Excuse me. Who are you? I'm Sean. Sorry, man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah. They share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along too. There's nothing going on over here. Yes! Can't wait to see all the decorations. And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Ach komm. Okay, sure. I'll go with you guys. Really? Yeah! Cool. Yeah, I just wish Chris and Daniel were excited about going. Okay, team, give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Ooh, can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. I'm glad you're coming, too. Hey, you want to see my toys? Oh... Score! The new hot dog man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spirit's friends and his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Also das sind mal Schurken, das wissen wir. Close. Das ist Held. Das ist Schurke. Held. The bad guys, the good guys. Not that easy, right? Schurken. Interesting. Held. You sure? Komm, probieren wir es einfach. Okay. How did I do? Not bad. You're almost right. It was a bit tricky. Okay, let me introduce them to you. This is Team Spirit, the good guys. There's the Forest Warrior, Power Bear, Marty Rex, and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. There's also Snowmancer, but he's out in the garden. Captain Spirit kinda... took care of him. He might need a little surgery now. But they're all working for Mantroid, who is the real supervillain. You should see his evil planet. Why doesn't Captain Spirit stop him? He tried, but failed. That's why he needs Super Wolf. You know, Daniel, to prevent Mantroid from hurting other people. Yeah, strength in numbers.
Sounds like Manchord is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah, about that. Does your dad know about any of this? Did he see something yesterday? No, he didn't see anything, and the power didn't work yesterday. After I fell. Must have been too tired. Okay, good. I mean, he could be pretty disturbed if he knew. Definitely not telling Dad. I don't wanna freak him out. He's worried about other stuff anyway. Komm ein bisschen ablenken. Your dad is cool. He totally hooked you up with that treehouse. Yeah, he let Steven build it for me. It's my flying fortress. Oh, yeah. I saw that drawing you made of him. With that badass blazing sword. I made it to thank him for making the treehouse. Well, Captain Spirit had to help him, of course. Natürlich. Obviously. All hail Captain Spirit, the first and only Carpenter Vigilante. There's the signal. Come on, Daniel. Hey! Pro tip, don't go in there. Yeah. Okay, squad. Let's roll. You need my jacket? I don't want you catching another cold. No, I'm good. Thanks. And don't be waving your arms around when I'm driving, okay? Yeah. Remember, Daniel, don't mess around. All right. Jeez. Thanks for clearing the snow from the porch. You're awesome. You're welcome, Dad. Okay, buddy. You ready? Yeah. Hey! You guys go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting. Sure. But... don't get lost. Dude, what the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Chris thinks he can do all this cool stuff. I wish he could. He reminds me of Noah. I just miss having friends, Sean. Ich weiß jetzt gar nicht, was damit gemeint ist. Ich würde ihn nicht anlügen. Vor allem, weil wir ihm versprochen haben, ihn nicht wieder anzulügen. I know, man. But you can't lie to friends about something like this. He could get in trouble thinking he can make shit fly. Or he could get hurt. So you want me to tell him the truth? Well, I don't want you to lie anymore. You don't have to tell him everything, but don't let him think he has magic powers, okay? You swear? Okay. I swear. Deal.
I'm counting on you and Anno. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. So, und jetzt ist gespeichert, perfekt. Ich werde jetzt hier einen Cut setzen und die zweite Aufnahmeseason beenden, weil ich jetzt tatsächlich weg muss und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder oder nach einem Cut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Fear I'll find in an aimless answer to a trusting mind, asking if I'm wrong or right, with a mind so loud that I fear I might be broken. It's a pain.